iterativ Teile austauschen könnten. Natürlich unterschiedlich, es gibt Teile, die kann man schnell austauschen. Wenn wir jetzt WordPress austauschen würden, würde es nicht so schnell gehen, aber es wäre möglich. Und Learn and Adapt, das heißt, wir setzen uns auch selbst als Ziel, wenn wir Stellen finden, die wir als unsauber empfinden oder als das würde geändert gehören, dann machen wir das auch. Dann schmeißen wir den Code weg und dann bringen wir uns auch selbst dafür, dass wir versuchen, die Codebasis auch auf längere Sicht hinweg sauber zu halten. Wir machen es auch mit Peer-Reviewing, also wir schauen uns gegenseitig die Codeänderungen an, wir setzen es ja für Fuel-Tests, all diese Dinge, um die Codebasis sauber zu halten. Ja, das war unser erster Plan, also das war in der ersten Besprechung, wo klar war, dass wir WordPress nehmen. Jetzt kommt am Schluss noch die Grafik, wie es dann wirklich geworden ist. Ich leite den Bildschirm mal kann. Aber wir haben ja den gesagt, okay, es gibt diese Datenbank, es gibt den WordPress im Container. Das war schon meine erste Challenge, wie kriegt man überhaupt der WordPress in einen Docker-Container rein, ohne dass man Kopfschmerzen kriegt. Haben wir aber in den Griff gekriegt. Es gibt dann so die API als Zwischenlayer und ein Frontend. Ein Frontend ist bei uns, in der Frühe war es eben so, dass alles im Frontend zu Hause war und wir aufgrund der Anforderungen teilweise Probleme gehabt haben, die nativen Apps zum Beispiel zu befeuern oder am Flughafen, wie wir am Flughafen in Schwächer schon mal waren, da gibt es so ein LED-Band von der Kronenzeitung und das ist alles mit irgendwelchen Regular Expressions aus den HTML extrahiert worden und solche Dinge. Und wir betrachten unser Frontend, den Desktop, nur noch als App quasi, als Consumer von der API und die API ist quasi vor das WordPress geschaltet. Und in der API läuft alles zusammen. Das ist per se eigentlich ein Monolith, aber innerhalb der API auch wieder in Modulen gekapselt. Ja. Das wird alles, was ich gesagt habe, wird ein Container. Das war die große Prämisse vorher. Es gibt nichts mehr, ohne dass es ein Container ist. Sehr radikaler Ansatz. Zu dem Zeitpunkt, wo wir losgestartet sind, haben wir schon ein Produkt gehabt, das aus Container basierend war. Das heißt, wir haben circa gewusst, was ist positiv, was ist negativ dran. Der Vorteil an dem ist, dass jeder Entwickler auf seinem Laptop, ich habe es auf dem Laptop, glaube ich nicht, weil es verwendet wird, aber jeder Entwickler hat eine komplette Infrastruktur auf seinem System lokal. Von der Datenbank mit dem Stand von gestern bis hin zu Localenzern, Caches, Proxys und damit wir dieses klassische, bei mir funktioniert in Production nicht, dass wir das so weit wie möglich eliminieren. 100% Wechsel kann man trotzdem nicht, aber sehr minimiert. Ja. Wir ändern keine Core-Files, das ist auch was, das haben wir in den letzten 15 Jahren gelernt. Wir haben zum Beispiel, waren wir einer der mutigen Menschen, die jQuery geforkt haben, haben dort Code geändert und waren nie wieder in der Lage, es abzudaten. Deswegen ist, ja, war nicht die beste Entscheidung, war irgendwie 2003 herum. Das machen wir nicht mehr, das heißt, alles, was wir verwenden natürlich alles, was fertig ist, ist besser wie selbst gebaut, im Regelfall, stimmt nicht immer, aber in den meisten Fällen kann man sehr viel heute schon, muss man nicht mehr erfinden. Aber wir ändern keine Core-Files oder keine Source-Codes. Wenn wir das tun, dann nur mit Pull-Requests, die wir retour geben. Also wo wir sagen, okay, wir prinzipiell forken wir nicht, aber für eine kurze Zeit ist es okay. Also wenn wir zum Beispiel das Symfony einen Fehler haben, dann patchen wir das, reichen den Merge-Request ein oder Pull-Request auf GitHub und versuchen so schnell wie möglich wieder auf den Upstream zu kommen. Das ist bei WordPress schwierig, weil wenn man sich da die Contribution-Guidelines durchliest, dann aus meiner Sicht niemals State of the Art, das würde ich mir gerne wünschen, dass die auch in Richtung GitHub gehen oder GitLab oder irgendwas, wo es so ein bisschen leichter wird, um Sachen zurückzugeben. Ja, und wir checken keine Core-Files ein. Ein WordPress wird beim Erstellen des Containers installiert und hat nichts im Git zu suchen, weil wir es nicht ändern. Damit brauchen wir es nicht personell. Ja, auch aus der Vergangenheit haben wir halt gelernt, dass wir unser System, ganz egal wie sehr wir es optimieren, es kommt irgendwann der Tag, wo du nicht 1 Terabyte Traffic hast, sondern plötzlich 14 Terabyte in 2 Minuten. Und ein Live-Request ist ein böser Request, mehr oder weniger ist es bei uns so das Credo, dass alles, was ich cachen kann, muss ich cachen. Wir haben einen sogenannten Caching-Onion, das heißt, wir haben ganz aus den CDN von Akamai, die mit einer Minute Delay mehr oder weniger alles abfangen. Wir haben irgendwie so 130 oder 140.000 Server, wo der ganze Content ausgespielt wird. Dahinter kommt für uns ein Danish, wahrscheinlich einige schon Thema. Dort machen wir versuchen dort schon sehr viel Logik einzuladen, wie zum Beispiel, wenn wir unsere Ressorts umbenennen von Lifestyle auf Leben oder so irgendwie, dann machen wir die Weiterleitungen, machen wir schon auf dieser Ebene und gehen dann gar nicht erst in Richtung Webserver zum Beispiel. Dahinter gibt es dann den Redis, den verwenden wir als In-Memory-Cache, das heißt, das Word, also die API, unsere API-Layer geht
zuerst in den Redis nachschauen, ob es schon das Response gäbe. Wenn es nicht gibt, dann geht es auf WordPress und das WordPress wird in Folge des noch die Datenbank. Wir haben auf CDN-Ebene haben wir 99% Hitrate. Das heißt, fast alles, was wir ausliefern, liefern wir eigentlich statisch aus dem CDN aus. Von diesen 1%, der durchgeht, haben wir nochmal 80% Hitrate im Vanish. Und dann haben wir, was da durchgeht, haben wir dann noch 70% Hitrate in Redis. Das heißt, resultierend daraus aus der Vergangenheit, weil das alte System sehr, sehr schlecht damit umgegangen ist und auch das Oracle war jetzt sehr penibel geworden, was Datenbank geht und wir Angst gehabt haben davor, dass das MySQL einfach nicht so gut ist, weil man sollte Brainwash machen vom Oracle. Dass man glaubt, das muss ein scheiß Produkt sein, in Wahrheit war es nicht ein schon Oracle-Produkt. Ja, das ist unsere Architekturentscheidungen gewesen, wir haben das sogenannte Backend, das betrifft das WordPress, wobei wir das WordPress nochmal unterscheiden in Admin und JSON. Das Admin ist das, wo dann, also WP-Admin kennt eh jeder, das ist abgesichert so gut wie es geht, also so wenig wie möglich von außen abrufbar. Und das ist das, wo die Redakteure jetzt in ihre Artikel schreiben, andere Seiten kreieren und so weiter und so fort. Und dann gibt es das WP-JSON, wo wir die Daten konsumieren. Also wir sprechen quasi in unseren Komponenten immer untereinander REST, hat Nachteile, was Overhead betrifft, hat aber Vorteile, dass es ermöglicht, alles untereinander auszutauschen. Vor dem Backend gibt es dann den API-Layer, das ist eine Symfony-Applikation, und davor gibt es dann nochmal das Frontend, das ist dann wieder eine Symfony-Applikation. Auf der Ebene vom Frontend gibt es dann noch Android-Apps und Feeds und was weiß ich nicht, was man da gibt. Ja, für uns ist auch ganz wichtig gewesen von Anfang an, wir wollt nicht, dass ein Krone.at-User, der sich einloggt, um ein qualitativ hochwertiges Posting abzusenden, dass der ein WordPress-User ist. Ja, also es sollte niemals nie die Möglichkeit geben, dass ein Frontend-User irgendwie ins Backend von WordPress kommt. Das heißt, wir haben da sehr darauf geachtet, dass wir getrennte Pools haben. Das heißt, ein Redakteur kann wirklich nur im WP-Admin irgendwas machen und ein Frontend-User, der geht über einen eigenen Container, dort wird authentifiziert, das wird dann im WordPress als Fake-User angelegt. Die Kommentare verwalten wir sehr wohl über WordPress, weil das eine gute Oberfläche ist, aber er hat keine WordPress-Session. Also der hat nicht einmal ein Gästerecht in WordPress, der ist eigentlich in WordPress nicht existent. Das war uns wichtig aus Security-Gründen, damit es dort zu keinem Breach kommt, falls irgendwer ein Passwort zu leicht hat oder sonst irgendwas. Wir haben das Thema MySQL sehr lang diskutiert, auch im Team, und sind zu dem Conclusion gekommen, wie machen es die Großen, wie macht es Google, wie macht es Facebook, wie macht es Amazon. Und die machen alle NDB-Cluster, das ist von MySQL ein Produkt, um hochverfügbare, skalierbare Daten zu machen. Wir haben es dann ausprobiert. 5 Tage vor dem Start sind wir drauf gekommen, man kann Index auf ein Volltextfeld anlegen. Dann sind wir drauf gekommen, WP-Postmeter hat 2 Felder, eins davon ist ein Volltextfeld. Damit haben wir eben ein paar Tage vom Launch gesagt, okay, der Cluster wird nicht halten. Und haben uns dann geschaut, wie macht es GitHub, wie macht es GitLab, wie machen es andere große, und die machen alle ein Master-Slave-Prinzip. Das heißt, man hat einen Master, der immer den aktuellen Stand hat, und zum Readen hat man Slaves. Das heißt, wir splitten unseren MySQL-Traffic, wenn ein Select kommt, dann geht er auf einen der Read-Replicas. Wenn ein Insert bzw. Schreiboperation kommt, dann geht es auf den Master, damit der immer konsistent ist. Das Problem, was wir hierbei gehabt haben, ist das WP-Admin. Ist an sich nicht transaktionssicher. Das heißt, in dem Moment, wo ich beim Artikel speichern drücke, macht er 17 Updates auf Postmeter. Und theoretisch kommt jeder Update auf eine andere MySQL-Maschine. Und jetzt haben wir das WP-Admin quasi, geht immer auf den Master. Das profitiert quasi nicht von den Read-Replicas, aber den Traffic, wo wir Probleme haben, ist im Frontend und dort profitieren wir von den Read-Replicas. Da gibt es ein fertiges Plugin oder Plugin, heißt das, von Ludacris.db oder so heißt das. Das haben wir als Ausgangsbasis genommen und da haben wir noch ein bisschen was erweitert, dass wir es über einen Docker-Container mit den Variablen die Daten am Hosting checken können. Ja, da würde man uns eigentlich wünschen, dass man transaktionssicher irgendwann wird. Wir haben zusätzlich noch eine Backup-Node als 4. Slave quasi drinnen, damit wir, wenn wir Backups machen und den MySQL-Dump starten, der doch mittlerweile schon ein paar Minuten dauert, nicht die Tables locken. Das ist nur für die Nacht, wo wir die Backups ziehen, beziehungsweise damit die Entwickler immer einen aktuellen Datenbankstand haben, gibt es einmal in der Nacht einen sogenannten Night-NDB-Stand und das machen wir über die Backup-Note, damit da nichts passieren kann. Das ganze Drama ist eigentlich entstanden, weil wir uns subschiert haben vor dem MySQL. Wir haben das dann gestartet und das ist vorige Woche. Wir haben so im Schnitt so zwischen 12 und 15 Connections pro Sekunde, also das war total unterschätzt. Also
wir haben uns auf viel mehr eingestellt und eigentlich hat MySQL eigentlich einen viel schlechteren Ruf als Oracle. Und Paketen viel mehr. Ja, was wir uns bei dem Projekt auch historisch vorgenommen haben, ist, dass alles, dass jeder alles machen kann. Früher hat es den klassischen Silos gegeben, das eine Fall hat man reloaden können. Und der hat sich auskennt. Wir versuchen halt wirklich da das Know-how so breit wie möglich aufzufächern. Natürlich gibt es Leute, die sind JavaScript-Spezialisten, die machen es ein bisschen lieber, es gibt welche, die machen lieber CSS. Aber wir versuchen, dass jeder Entwickler überall sich halbwegs zurechtfindet. Ne? Und das setzt aber voraus, dass wir Deployment und Container bilden, zentralisieren. Das heißt, lokal wird da nichts herumkopiert, nichts hin, FTP oder sonst irgendwas, sondern wir committen das ins GitLab, wir haben intern eine GitLab-Instanz, machen da Merge Request beim Commit auf den Master, beziehungsweise auf die Beta-Branche, werden dann die entsprechenden Docker-Container gebildet und in eine private Docker-Registry gepusht. Und wenn man dann von allen Repos Master-Builds hat, kann man einen sogenannten Master-Ship machen, wo wir dann eben den Code ausrollen. Die große Idee dahinter ist, man sollte das Selbstvertrauen haben, immer zu schicken. Also wir haben früher eben oft Sachen nicht gemacht, weil es ist schon Mittwoch, wenn dann was kaputt ist, dann ist am Donnerstag nur mehr zwei Leute da. Wir wollen oft schicken und wir wollen die Confidence haben, dass wir mit Unit-Tests und mit Integration-Tests so viel wie möglich abfangen und eigentlich immer groß ausrollen können. Und das Ganze heißt aber, ja. Wir leben schnell, wir leben in einer schnellen Welt, wir ändern viel, es tut sich viel, aber ich glaube 60% der Chips gehen immer gut. Es ist tatsächlich so, also wir orientieren uns da auch an großen wie Google und Facebook, die alle die nicht so schnell wie möglich raus damit und im gegebenen Fall ein Rollback machen, weil in den meisten Fällen musst du nicht reverten oder Rollback machen. Was machen wir noch an Release? Typischerweise reviewen wir uns gegenseitig die Codeänderungen, schätzen dann im Team nochmal ab, ob es jetzt passt. Wir machen zum Beispiel nicht unbedingt zu Mittag, wo gerade der Chefredakteur nervös ist oder so. Also man versucht schon irgendwie Randzeiten zu kriegen, aber eben nicht um 23 Uhr. Und dann schicken wir und danach machen wir unsere Metriken auf. Wir haben halt auch beim ganzen Projekt darauf geachtet, dass wir aus allen wichtigen Dingen Metriken rausziehen. Wir haben eine Grafana-Instanz mit InfluxDB und Telegraph, wo wir zum Beispiel hinschicken, Requests pro Sekunde, Statuscodes, damit wir sehen, okay, gibt es plötzlich einen Abfall bei den 200, dann gehen die 503 nach oben und solche Dinge. Das kann ich noch her sagen, kurz. Wir verwenden Sentry, für wen das noch kein Thema ist, das ist ein Open Source Exception Handling Tool. Da kann man für JavaScript, für PHP, für alle Programmiersprachen so SDKs runterladen. Und wenn es zu einer Unhandled Exception kommt, dann wird das in der Sentry hochgeschickt und dort hat man dann schöne grafische Oberflächen und sieht, okay, mit dem letzten Code-Ship haben wir offensichtlich in der API fünf Parser einbaut oder solche Dinge, wobei Parser was halt nicht passiert, aber irgendwelche Logik-Bugs. Damit es gibt dann immer Fälle, wo es eigentlich alles passt und es gibt keine Fehler, aber es ist langsamer. Dafür gibt es das Blackfire-Projekt, das ist von der Symfony-Gruppe, eine PHP-Extension, mit der man Low-Level-PHP-Profiling machen kann, wo man zum Beispiel eine Uhr aufruft und dann kriegst du in diesem Blackfire-Dashboard an Call-Graph, welche Funktionen werden aufgerufen, welche Queries werden aufgerufen und so weiter und so fort. Das haben wir gerade in der Anfangsphase beim WordPress sehr oft gebraucht, weil man nicht wusste, warum ist langsam und welche Queries werden da aufgeführt und dann hat man eben gesehen, okay, da wird diese eine Query aufgerufen und dann hat man sich gezielt auf die Suche machen können. Sage ich noch auch hier, gibt es ein Beispiel. NetData ist für uns Realtime-Daten von der Maschine. Also wir haben viele, viele Server, ich glaube mittlerweile sind es 14 oder so, die das ganze WordPress-Team abhandeln. Und wir haben dort eine Stunde Realtime-Daten von RAM-Usage bis hin zu CPU-Usage bis hin, wirklich ins Detail runter, halt leider aufgrund der Tiefe nur eine Stunde rückwärts. Genau, wir haben dann, es hat zwei Schritte gegeben. Das erste war, wir haben angefangen umzusetzen und haben auch gleich Postmetafelder und so und haben versucht quasi, uns heimisch zu machen im WordPress, parallel dazu haben andere Entwickler angefangen mit der Content-Migration, die haben halt im Hintergrund immer wieder Artikel vom alten ins neue System rein importiert, haben uns da ein eigenes Tool gebaut, das das ummodelliert und das ist in Summe, glaube ich, ein Monat gelaufen und je länger das gelaufen ist, desto langsamer ist alles geworden. Also, wie gesagt, drei Tage vor dem Launch war dann die Situation mit den 90 Sekunden. Das WordPress-Admin hat nicht mehr funktioniert, man hat keine Artikel mehr suchen können.
unsere Kernlogik, ist, ein Artikel kann in verschiedenen Ressorts auftauchen, wie Welt, Digital, Sport. Und das haben wir dann mit WP Query gemacht, weil wir das überall so gehört haben und wenn man das halt so macht, was cool ist. Und am Ende des Tages ist rausgekommen ein Query, der hat gehabt 2 A4 Seiten und hat eben dauert 90 Sekunden. Ja. Leider wäre die Entwicklung nicht, weil da haben wir noch keine, nicht so viele Artikel drin gehabt. Und dann haben wir versucht, was kann man da machen und was ist so der Klassiker, wenn eine Datenbank langsam ist, wo man noch ein Indexes hinzufügt, dann hat das überhaupt nicht geholfen, ganz im Gegenteil, das meiste macht das überhaupt nicht mehr zu viel Indexes anlegt. Also das haben wir dann letztendlich dabei geändert und haben uns angeschaut, was machen wir jetzt, es war Montag und am Donnerstag wollten wir starten. Geschäftsführer hat die Demo-Version gesehen, da war aber nicht alles importiert. Was machen wir jetzt für das Backend, haben wir überhaupt, also für diese WP-Admin-Geschichte, war es überhaupt das Schwierigste, da haben wir uns dann schon immer was anderes. Dann drauf gekommen, es gibt ein Elasticsearch Plugin, das heißt man indiziert seine komplette WP-Postmeter in einer Elasticsearch Instanz und installiert dann dieses Plugin. Das Plugin hängt sich ins Dashboard rein und pickt dann alle WP-Queries, die wir im Dashboard basieren, halt um auf die Elasticsearch. Damit verliert man manche Funktionalitäten wie Sortieren oder solche Dinge, die drüberen Sortiere rein, aber dafür geht die Suche relativ schnell. Also ich kann es dann auch wirklich zeigen, wo wir eben wie gesagt 500.000 Artikel haben, geht es relativ flott. Unser Hauptproblem ist immer noch nicht gelöst worden, unsere Kernbusinesslogik, wo taucht ein Artikel auf, das ist eigentlich so unser Kernstück, hat mit dem nicht funktioniert, weil wir ACF verwenden und das ACF speichert das als per P-Serialized das Value in die Datenbank rein, das funktioniert halt alles irgendwie nicht. Das heißt, wir haben am Dienstag dann gesagt, die Reisenation gesagt, okay, wir müssen das runterbrechen auf klassisches SQLing, sprich, wir brauchen eine Tabelle, wo wir einfach sagen können, gibt man alles mit dem, gejoint mit dieser zweiten Tabelle. Was jetzt per se Erstsemester Informatik ist, aber eben in WordPress aufgrund der WP-Postmeter nicht so leicht möglich war. Haben dann ein Plugin gebaut, wir nennen das Flat Table, ein spektakulärer Name, Plugin Flat Table, wo wir eben uns in Safe Post, in Lead Post und in ein paar Hooks reinhängen und dann letztendlich flache Tabellen erzeugen. Das Plugin an sich macht gar nichts. Das Plugin bietet die Funktionalitäten für andere Plugins, die Custom Post Types machen. Wenn man Custom Post Type Artikel und der verwendet die Flat Table Filter und Flat Table Hooks, um letztendlich die Informationen in diese flache Tabelle zu speichern. So schaut aktuell die Tabelle aus. Man sieht hier schon sehr schön im Kontrast zum WP Postmeter, wir haben tatsächliche Datentypen. Also wir konvertieren nicht on the fly irgendwelche Textfelder auf Datum, sondern es wird schon als Datum gespeichert. Mit Default-Werten und so weiter. Uns war wichtig, dass wir haben gewusst, dass das Problem wahrscheinlich nicht nur wir haben. Darum haben wir gesagt, okay, das ist eigentlich ein Paradebeispiel dafür, dass wir es Open Source machen und weitergeben an andere Leute vielleicht. Und haben einfach von Anfang an darauf geachtet, dass es nicht an unser System gebunden ist. Das kann man auch, einfach schon auf der Folie. Und der GitHub, wir haben ein GitHub-Profil, da kann man sich das Plugin runterladen und kann das für seine Zwecke verwenden. Die Code-Screenshots sind bei uns Production-Code, also das ist aktuell bei uns wirklich so implementiert. Es gibt Filter wie Flat Table Enabled, da kann man, und hinten ist immer der Post-Typ, also Artikel ist unser eigener Post-Type. Da kann man zurückliefern, true oder false, ob man überhaupt die Flat Table-Funktionalität verwenden möchte oder nicht. Bei der Columns-Funktion liefert man dann die Spalten zurück, inklusive der SQL-Definitionen und der WP-Query, Printf-Formatierungen. In der Values-Funktion liefert man dann die tatsächlichen Werte zurück. Und dann gibt es noch für die komplexeren Fälle gibt es noch Hooks, die ausgelöst werden, bevor man in die Flat-Table speichert. Weil wir zum Beispiel nicht nur die eine Tabelle haben, sondern haben nur zwei andere Tabellen, wo wir wegspeichern. Das Bild ist im Artikel 13. Für zum Beispiel, wenn der Anwalt kommt und sagt, bitte, ihr müsst das Bild löschen und alle Artikel, wo das dazugehört, damit wir wissen, wo ist das Bild überhaupt drin. Das geht mit WP-Query an sich auch nicht, oder zusammen zumindest natürlich nicht zusammen. Wie schaut so ein Enable-Hook aus? Im Endeffekt geht es darum, true oder false zurückzuliefern, ob man die Funktionalität haben möchte oder nicht. Bei uns ist es so, dass es, wenn der Artikel ein Passwort hat, dann publishen wir nicht in die Flachtabelle, weil wenn er ein Passwort hat, dann ist es quasi ein nicht öffentlicher Artikel. Die erweiterten Hooks kann ich nachher sagen, ich habe immer gestoppt, dass man das dann nicht sehen wird, wo man eben noch zweite Tabellen anlegen und noch komplexere Dinge machen. Das ist jetzt der Hook für die Columns. Also da liefert man jetzt tatsächlich dann zurück an Array mit Post-Date, hat den Date-Time, hat den Default-Wert und den String-Formatierer %s.
Es ist auch so gebaut, dass wir hier Spalten entfernen oder hinzufügen können, ohne dass wir manuell auf der Datenbank Statements ausfüllen müssen. Das heißt, wenn wir uns entscheiden, es kommt hier ein Feld dazu, dann füge ich da nur die Zeile an und das Plugin selbst erkennt, die Spalte gibt es nicht, also füge ich es hinzu. Hat bis jetzt eigentlich relativ gut funktioniert. Dann gibt es die wichtigste Funktion, ist dann die Values zurückliefert. Da gehen wir wirklich her, und das ist auch die ressourcenintensive Variante, allerdings passiert das ja nur beim Speichern des Posttyps. Also das ist für uns verschmerzbar, das ist nur der Redakteur, der nur warten muss. Wir gehen hier her und holen alle Metafelder und returnen letztendlich ein Array mit diesen Feldern, die wir bei den Columns angegeben haben, mit den fertigen Werten, und das Plugin ist dann so nett und macht für uns den Insert im Prinzip. Im Frontend ist es dann so, dass wir uns, weil wir ja WP-JSON basierend sind, eine eigene Table angelegt haben, die heißt Articles by Flat Table, und dort kann man dann Kriterien mitschicken, wie gibt mir alle, die veröffentlicht worden sind, und aus dem Ressort 1, 2 und 3. Und dann ist es letztendlich ein Query direkt in der Zeile, weil es ist einfach ein MySQL-Standard, dass man zwei Tabellen verknüpft. Und dann war die Response-Zeit jetzt von statt 90 Sekunden bei irgendwie so unter 1 Sekunden. Das war es eigentlich zum Thema Flat Table. Wie gesagt, das Plugin ist Open Source. Wir freuen uns über jeden, der es verwendet. Wir sind offen für Feedback. Es ist Unit getestet, es ist Static Code Analyzed, das ist alles auf GitHub, sehr transparent. Wir verwenden das gleiche Plugin, das ist kein Fork oder sonst irgendwas. Wir sind im ganzen Projekt eigentlich auch drauf gekommen, dass wir eigentlich dreckigen Content haben. Jetzt nicht inhaltlich, sondern datenbankmäßig. Aber auf jeden Fall haben wir einen fetten HTML-String in einer Datenbank hängen. Und das war 1998 und 2000 cool, weil da war gerade HTML ziemlich am aufregenden Ast. Heute ist es allerdings so, dass wir Texte überliefern müssen an Endgeräte, die nicht ansatzweise HTML können, also die froh sein, wenn sie Plaintext anzeigen können, oder eben diese LED-Wand zum Beispiel, die kann einfach kein HTML, ja. Und selbst wenn, macht es keinen Sinn, wenn es einen Link ansagt. Kann er klicken, oder? Ja, und darum sind wir eben drauf gekommen, wir brauchen ja irgendwie, wenn wir schon dabei sind und das einmal aufwaschen, brauchen wir eine gute Lösung, haben dann den sogenannten Blockify-System erfunden. Das wird jetzt wahrscheinlich, war klar, von Vortrag von Gutenberg, so in etwa, aus unserer Sicht cooler. Wir speichern, muss ich sagen, wir speichern kein String mehr, sondern wir speichern ein Array von Blöcken. Das heißt, wenn der Redakteur ein Bild hinzufügt, dann ist es nicht ein Image-Tag in einem HTML drin, weil ja, niemand kann HTML parsen, ich habe nicht recht, sondern es ist ein JSON-Objekt, das heißt einfach vom Typ Bild und das hat die ID 13. Ja. Und dann gibt es drunter einen Freitext-Block, der heißt TinyMC, und dort kann man schon auch ein bisschen HTML verwenden, so wie Schief, Kursiv, Auflistungen, Bolds, so ganz minimale Dinge, die halt redaktionell notwendig sind, haben wir schon das HTML drin. Die kann man aber leicht ausgefüttern, beziehungsweise können die fast alle Geräte. Zum Beispiel eben, eine Box ist zum Beispiel mit Twitter. Man möchte einen Tweet von irgendjemandem einbetten, dann kopieren wir nicht das Twitter-Snippet, sondern der Redakteur geht her und sagt, ich füge den Blog Twitter ein und kriegt dann ein Fenster, wo er den Link von Twitter einfügen kann. Und in der Datenbank steht dann tatsächlich nur drinnen ein Blog Twitter mit dieser URL, aber nicht der Embed-Code von Twitter selbst. Das entscheidet dann das Endgerät. Für uns auch insofern wichtig, wenn wir in Richtung native Apps gehen oder eben in Anwendungsfälle, wir können sagen, okay, du kannst den Text sagen, dein Endgerät kann kein Twitter Embed, dann sag es einfach nicht an. Das ist manchmal schwierig, weil der Journalist verlässt sich drauf, aber rein technisch könnte man es dann ändern. Das ist auf JSON basierend, das ist das erste Mal, dass Bonnet die UTF-8 komplett ist, von vorne bis hinten. Davor waren wir irgendwie so ein Hybrid aus ISO irgendwas und sonst irgendwelche Dinge. Ja, so ist das jetzt. Genau, und jede Box ist, kann man eigene Optionen hinterlegen, man kann Dropdowns hinterlegen, es kann Freitextfelder geben, Checkboxen, das heißt, der Entwickler kann eine Box anlegen für Twitter, wo es ein Freitextfeld gibt, ein Dropdown und eine Checkbox, und der Redakteur, der das dann verwendet, kann diese Werte dann einstellen. Diese Werte kann man im Frontend und in der API eben abfragen und dann entsprechend darstellen. Wie handelt der Links? Das ist das Einzige, was man nicht wirklich sauber lösen kann, weil ein Link als eigene Blog-Einfügung funktioniert nicht. Das Blog-System baut auf Bootstrap auf, das heißt, wir könnten theoretisch runter und rechts rüber. Für Links geht es nicht, Links machen mit HRF, also ganz normal HRF-Link über den Textblock. Warum nicht Markdown? Ja, habe ich probiert.
erklären Sie dem Redakteur, was Makler ist. Und dass er jetzt hier einfach strenger das Format erhalten muss. Und das Erste, was zurückkommt, ist, ich will das vom Wörter mal probieren. Aus dem ist es nicht gern Makler im Kopf, wenn man es überhaupt leider verarbeiten kann. Man kann es auch gut erweitern, aber es ist redaktionell nicht durchsetzbar gewesen. So traurig ist. Ja. Ich habe mal die Mühe gemacht, einen Artikel anzulegen mit einem Textblock, das ist der obere. Der erste Block kriegt mir erst mit dem Stolpen Positiv in dem Fall. Und ein Bildblock. Wie schaut sowas dann bei uns aus? Das sieht man jetzt auch leider nicht geschehen. Kannst du noch, aber jedem, der es interessiert, kann ich sagen, diese APIs, die ich da jetzt habe, sind alle offen. Also man kann es von extern auch aufrufen. Man sieht es eben, es ist ein Array, der hat ein bisschen so Spaltenangaben, wie groß ist der Block, wie viel Columns hat der, wie viele Rows hat der. Was für ein HTML-String hat er, weiter unten dann das Bild eben, und da ist wirklich nur die ID zugewiesen. Das heißt, was wir erstmalig können, ist, wir können schon auf der Ressort-Ebene feststellen, ob der Artikel tatsächlich Bilder hat. Welche Bilder hat er, wie viele Bilder hat er und an welcher Stelle hat er sie. Das haben wir früher mit irgendwelchen magischen Regexes theoretisch gekonnt, und dann hat der Chefredakteur gesagt, warum sagt er nicht alles, dass er ein Video hat. Weil es halt der Sonderfall war, wenn es nicht gegangen ist. Das wissen wir jetzt mittlerweile. Ja. Das sind Beispielblöcke. Unsere ganze Seite baut auf diesen Blöcke auf. Also wir bauen nicht nur die Artikel, also nicht nur diesen Content-Schlitz, nicht nur dessen Blöcke, sondern alles. Von der Navigation bis zum Logo. Das Logo ist ein Block, die Navigation ist ein Block, die Navigation ist sogar nochmal, der Link ist ein Block, das Flat-Menü ist ein Block, das Element im Flat-Menü ist ein Block. Es gibt Fragmente und Templates, wo man Blöcke in Blöcke stecken kann. Klingt ziemlich wild, aber das ist das, was wir in den letzten Jahren gelernt haben. Wir müssen Sachen reusen und strukturiert machen, weil es kommt die Anforderung, bitte alle Werbeplätze umbenennen, und dann ist es blöd, wenn du das auf 47 Personen machen musst. Deswegen eben dieses Block in Block und Fragmente eben zum Wiederverwenden. Und man könnte theoretisch eine Konnte-Seite machen, wo nichts anderes ist, wie nur der Titel oder nur die Navigation und solche Dinge. Also man ist sehr flexibel mit diesem Blocksystem. Fairerweise muss ich dazu sagen, wir haben von Anfang an uns vorgenommen, dass wir diesen Blockify open sourcen. Wir haben das auch immer noch vor, wir haben allerdings noch ein bisschen einen Weg vor uns, das so zu machen, dass es jemand anders verwenden kann, weil wir dort redaktionelle Wünsche eingebaut haben, wie, weiß ich nicht, wenn du zwei Anführungszeichen machst, dann soll das erste unten, das zweite unten. Und wenn du zwei Minus machst, zwei Gedankenstriche aus, wären das dann alles Dinge, die sind so customized auf uns, dass wir das nicht open sourcen können. Und da müssen wir noch Möglichkeiten finden, wie man quasi selbst unser Open Source Produkt verwenden, unsere Customizations behalten und den anderen Leuten geben können. Parallel dazu, wie wir das gemacht haben, sind wir drauf gekommen, dass es eben Gutenberg gibt. Und eigentlich die Grundidee ist ziemlich ähnlich, aber das Endprodukt ist immer nur HTML in der Datenbank. Deswegen glauben wir, das ist besser. Optisch sind wir sicher nicht besser. Das ist nicht unsere Stärke, außer wenn wir es so erwecken. Wir orientieren uns optisch in Zukunft schon an Gutenberg, wir schauen uns schon an, wie wir es an, aber an diesen JSON-Dingen wird sich nichts ändern, also es baut eigentlich mittlerweile alles drauf auf. Ja, vorher haben wir gesehen, wir haben den handzeichneten Zettel mit den 5 Karten, das ist die aktuelle Grafik. Mit jedes farbige Kastel ist eine physikalische Maschine, jedes schwarze Kastel ist ein Container. Also so circa ist es eben geworden. Es gibt zwei WP-Admin-Maschinen, mit jeweils einem WP-Admin-Container. Es gibt zwei WP-JSON-Container, Maschinen mit jeweils einem Container, und es gibt einen Haufen Frontend und API. Und eigentlich gibt es bis auf ganz wenige Punkte keinen Single-Point-Fehler. Nur der MySQL-Master? Nein, das ist. Ja, der MySQL-Master hatte theoretisch, wenn er quasi abgeschickt wird vom Netz, dann ist der Slave mit einer Sekunde Delay. Und jeder Slave kann mit einem Klick oder mit einem Kommando zum Master werden. Das war halt Latenzzeit, also das ist ja wirklich quasi die Latenzzeit vom Master zum Slave-Sync. Aber prinzipiell bewegen wir uns halt bereits unter einer Sekunde im Regelfall. Es gibt dann Fälle, wo wir Patches ausführen, wo wir zum Beispiel 400.000 Posts bearbeiten und ein Post-Meta-Feld hinzufügen. Da haben wir uns eigenes Plugin gebaut, einen KMM-Patcher, damit wir das machen können. Und wenn man da nicht einen Sleep einbaut zwischen die Updates von den einzelnen Posts, dann steigt die Latenzzeit vom Master zum Slave. Und dann passieren halt witzige Dinge. Also dann, wenn jeder das Leben einen anderen Zustand hat, dann kann es passieren, dass der gleiche Artikel mit einem alten Bild auftaucht und weiter unten taucht der gleiche Artikel nochmal auf mit einem anderen Bild. Also, aber Single Point of Failure ist die Datenbank in keinster Weise. Der größte Single Point of Failure ist der Redis, weil die von sich aus schon selbst eigentlich nicht wirklich das HA-Konzept haben.
also keine Cold Standby Methode. Allerdings ist es bei uns so, wenn der kaputt ist, ist es wie alles andere ein Container, wie jede Maschine, ist von den Hardware-Specs gleich, das heißt, jeder Container kann überall laufen. Die starten im Regel woanders und der befüllt sich wieder von alleine. Also wäre nur blöd, wenn das CDN weg ist, der Redis weg ist und der Vanish weg ist. Also wenn die ganze Cache ohne uns abbricht und ich muss einmal einfangen, dann muss ich wahrscheinlich eine halbe Stunde die Füße stillhalten und hoffen, dass es wieder fangen. Ja, das war es im Wesentlichen schon. Das tut mir übrigens leid. Ja. Wir haben auf dieser langen Reise leider so ein, zwei Entwickler verloren, die das ist sehr gut bezahlte Job zu nehmen haben. Wir suchen Leute, die WordPress-affin sind, PHP, da machen alles, also vom Node.js bis zum Ruby, bis C-Programme, es ist irgendwie alles dabei. Natürlich großer Fokus WordPress, großer Fokus PHP, aber wir haben von JavaScript über Ruby in diesem Gesamtstack eigentlich alles dabei. Was bei uns sehr cool ist, wenn wir Änderungen machen und es ist ein Fehler drin, dann kommt da gleich 2 Millionen Mal, weil wir sehr schnell sehr viel Fläche haben. Aber man kann sehr viel lernen und man lernt nur eine Menge voll. So, jetzt kann ich noch Herz sagen. Ich habe extra nachgefragt, die Herz sagen. Wer hat denn das Design gemacht? Ein Grafiker bei uns. Wieso? Die Skriptsprache ist, glaube ich, Python und Python machen wir nichts. Aber Stockfoto. So, ich kann jetzt auch noch ein bisschen herzeigen, was wir so bei vor. Es geht leider nicht live, weil dieses WLAN filtert mein VPN und drum besser. Das heißt, ich habe das irgendwann zum Mittag aufgemacht. Wir haben oben einen Chart, wo wir sehen, was sind echte User, was sind Google-User oder was sind Google-Bots. Das sieht man eigentlich, dass in der Nacht sehr viel Google kommt und über Mittag dann immer mehr Menschen. Wir haben so Statistiken wie. Wie viele Artikel werden gerade gelesen? Der linke Kraftler, der sagt dann, wie viele Artikel werden gerade im Schnitt gelesen und wie viele PDs machen die im Schnitt pro Minute. Wir haben, ja, das ist jetzt eher so eine redaktionelle Geschichte, aber man sieht da auch schön, wenn man was kaputt gemacht hat, bis plötzlich auf Null geht. Wir haben die Response Times von allen unseren Komponenten aufgesplittet, das heißt API Frontend Backend, die Response Time von jedem Request in Millisekunden. Sieht man, das Frontend ist das langsamste. Warum? Weil dieses JSON-Parsen und das Blöcke zusammenbauen zwar keine datenintensive Operation ist, aber natürlich CPU braucht und dadurch dauert es ein bisschen länger. Wobei ein bisschen länger ist so relativ, statt 100, 400 Millisekunden. Wir haben die Response-Codes nochmal aufgesplittet. Das ist für uns einer der wichtigsten Indikatoren. Liefern wir 200 aus oder 503, also ist 503 nicht so gut. Das haben wir aufgesplittet auf API, Frontend und eben Backend. Wir haben dafür auch WordPress-Plugins gebaut, um überhaupt an die Stelle zu kommen, wo man wissen will, was war das für ein Statuscode. Genau, das sind unsere Hitrates. Das variiert halt immer. Die zwei linken sind unsere Vanishes und das rechte ist Akamai. Das variiert, wie gesagt, halt immer. Wenn zum Beispiel in der Breaking News Event ist, dann konzentriert sich alles auf einen Artikel und dann hast du natürlich einen 99%igen Hitrate. Im Laufe des Tages ist es meistens eben so zwischen 80 und 90. Wenn aber zum Beispiel irgendjemand in Vanisher Konfigurationsänderung macht und irgendwas nicht mehr cached wird, dann sieht man, dass es bei 40 ist und dann muss man irgendwas machen. Die Startseite legen wir statisch ab, das heißt wir wissen aus der Vergangenheit, egal wie ausfallssicher und wie toll das System ist, es wird kaputt. Und wir ziehen einmal in der Minute von unserer Startseite eine statische Kopie, wo wirklich nur für das HTML liegt und liefern eigentlich mit HTML aus. Damit im Zweifelsfalle, es kann alles hin sein, nur die Startseite muss funktionieren. Und dieser Graph zeigt genau, wie lange dauert es, um die Startseite zu rendern. Das sieht man auch ganz schön, in der Startseite ist die meiste Logik drinnen. Es dauert wirklich 50 Minuten zu rendern. Und wenn sie die nicht mehr updatet, dann bleibt meistens das Telefon bei sehr viel Leute. Und noch so uninteressante Dinge, wie lange dauert Video umrechnen. Ja. Wir haben, wie gesagt, wir sind sehr Metriken betrieben, das heißt, wir haben verschiedenste Dashboards. Die kann ich jetzt nicht setzen, wenn wir probieren. Aber im Prinzip versuchen wir, überall Metriken einzubauen. Im ersten Moment wirkt es immer so, als braucht man es nicht, weil es funktioniert ja eh. Und eigentlich ist es Datenverschwendung, weil es wird immer gespeichert, aber es hilft an im Fehlerfall, um zu sehen, in welcher Komponente hakt es gerade. Weil aufgrund dieser Container und dieser Kraken ist ja riesig und undurchsichtig und deswegen muss man mal wissen, wo muss ich genau schauen. Genau, Sentry. Da habe ich jetzt das blödeste Beispiel aufgemacht. Wir tracken vom PHP bis zum JavaScript alles und das, was man hier sieht, sind die JavaScript-Error am Client. Ja?
man sieht da oben gleich ATEC und so, also wir tracken auch die Party-JavaScript, aber von irgendwelchen Agenturen, die uns irgendwie Werbungen ausspielen und so. Und was wir machen ist, es gibt einen Mitarbeiter in der Woche, der kümmert sich um das Ding. Das heißt, der hat einen halben Tag pro Woche, soll er schauen, wo gibt es irgendwie so 188.000 von den Behebe. Das sind im Regelfall sind so 13 Jahre behebt. Und dann geht es relativ schnell. Der Browser, also wie gesagt, die Browser-Version ist die unübersichtlichste. Im PHP haben wir viel, viel weniger. Geheimnis kann ich belegen, und da sieht man eben, da gibt es viel weniger dramatische Dinge. Ist für uns auch ein Indikator nach dem Code-Deployment, wenn da plötzlich irgendwas in die Millionen aufgeht, dann wissen wir, okay, machen wir lieber einen Revert. Wir versuchen nicht gleich zu reverten, das heißt nicht gleich beim ersten Fehler einen Revert machen, weil es nichts bringt aus der Erfahrung heraus. Wir versuchen so zwischen 10 und 15 Minuten den vermeintlich kaputten Zustand online zu lassen und Daten zu sammeln, Logfiles zu sammeln und irgendwie auch nachher dann im Nachgang eine sinnvolle Lösung zu finden und nicht einfach auf blind nochmal probieren. Ja, das war es eigentlich. Dann gibt es das Blackfire, was ich noch herzeigen wollte. Jeden Request, den wir abschicken, können wir über Blackfire durchschießen. Wenn man einen Header mit einem Passwort mitschickt und so weiter, dann geht das über Blackfire. Das da ist irgendein WP-Admin-Request, wo man dann sieht, okay, der Request kommt irgendwie da rein. Dann verliert er bei Apply-Filter so viel Prozent und bei Apply-Hooks verliert er so viel Prozent und da oben hat man dann so Dinge wie, welche Queries sind ausgeführt worden, wie oft, wie lange es dauert und so weiter, kann ich jedem, der ernsthaft WordPress betreibt oder PHP-Produkte betreibt, eigentlich nur ans Herz legen. Das ist ein sehr tolles Tool, wir haben sehr witzige Dinge im WordPress selbst rausgefunden, wo dann im Core von WordPress drin steht, this might fail on large media libraries. Was keine vor. Gott sei Dank war da vorher Filter und man hat einen Return-Account kennengelernt und so. Ja, was kann ich noch erzählen? Genau, wie schaut unser Dashboard aus? Auch hier nichts Geheimes, oder schon Geheimes, aber man muss erst sagen. Wie viele Beiträge haben wir? Wie updaten wir WordPress? Kann ich auch erzählen. Wir installieren das WordPress beim Container binden und geben dort nur die Versionsnummer an. Wir checken das WordPress direkt aus dem... wir checken das WordPress direkt aus dem Subversion aus. Mit Version 4.9.5 und wir upgraden so schnell wie möglich. Wir versuchen so schnell wie möglich. Ich glaube, das sind unsere Artikel. Wir haben viel mehr gehabt, weil wir wollten ja alles importieren und exportieren aus unserem Wallensystem. Im Wallensystem war es doppelt so viel. Wir haben uns aber dazu entschlossen, nur die zu importieren, die auch noch online sind. Also die, die noch theoretisch abrufbar wären. Wir haben ein paar Kommentare. Die Kommentare zur Verwaltung verwenden das WordPress. Reinkommen tun sie über das PP. Wir haben ein paar Bilder. Und wir haben eine künstliche Intelligenz, die Postings klassifiziert, nicht immer ganz gut, aber zumindest in etwa. Wir haben ein paar 515.000 Bilder. Wie schaut bei uns ein Artikel an, wenn wir jetzt diesen Artikel oder nicht zum Beispiel, leider mein Minimake nicht mehr ganz der Zeit. Wir haben hier ein Lied, wir haben hier Texte, wir haben YouTube-Blöcke und so weiter und so fort. Das geht, sind wir halt ein bisschen um die Ähnlichkeit. Und wie schaut das aus, wenn man bei uns einen Artikel anlegt? Also wir haben dieses eine Standardfeld, das haben wir im Zuge der Entwicklung darauf gekommen, das kann man gar nicht entfernen, also das ist irgendwie fix. Man kann hier Bilder hinzufügen, das sind sehr ACF-lastig, auch wenn uns sämtliche Consultants und Agenturen abgeraten haben, ACF im Landstil zu verwenden. Wir haben recht gehabt, aber wir haben es in den Griff gekriegt. Wobei wir es nicht mehr zugeben wollten. Oder nicht mehr kennen, haben wir alles noch aufgebaut. Das war eigentlich das Problem. Also wenn wir Probleme mit ACF im hochverfügbaren Bereich hat oder im großen Scale, können wir gerne helfen. Ja, man kann Bilder zuweisen, man kann Videos zuweisen, man kann Embed-Codes zuweisen für oben, man kann diverse Dinge vergeben. Das ist schon das erste Derivat von unserem Blockify. Das ist der Lead, das ist das Erfolgsgeheimnis der Kronenzeitung, der fettdruckte Text. Zusammengefasst, damit man den ganzen Artikel lesen muss. Hier kann man nichts machen, außer Links einfügen. Das ist explizit sehr oft gesprochen. Ganz wichtig, ich weiß nicht, ob Redakteure hier drunter sind oder Menschen, die mit Redakteuren zusammenarbeiten müssen. Textumbruch ist für die echt wichtig. Also, wir haben früher eben diese Grafiken, haben Grafiker gemacht und so weiter und so fort. Und dann haben wir gesagt, okay, mit dem Reboot macht man quasi einfach HTML. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wenn ich jetzt ein Interview noch gerade so vor, wie mache ich das dann? Letztendlich ist es dabei geendet, dass wir
das so ein eigenes Feld haben, wo man diese Umbrüche machen kann. Und der Redakteur kann das dann so machen, dass er es schön findet. Wer jetzt glaubt, dass da oben ist, hat die Welt, der muss leider enttäuschen, das ist tatsächlich ein gerendertes Bild. Weil die Font, die wir da verwenden, die rendert auf dem IE11 nicht so schön. Und deswegen müssen wir es als Bild herausnehmen und uns gleich nicht oben konzentrieren. Und das ist jetzt dieser guten Black Verwarne, oder? Keine Ahnung, weiß ich nicht, aber man kann hier, das ist ein Textblock, man kann die junge Dame, die das baut, das ist übrigens auch da, also wenn es Detailfragen gibt, oder ich jetzt da gleich voll verlieren werde, das ist leider mein Bildschirmsklar. Der Bildschirm ist gar nicht. Hey, das funktioniert eigentlich ziemlich gut, aber leider ist das WLAN da nicht so gut. Oder dein Wort aus. Ich habe diese Track-and-Drop-Library von Facebook, da war ein Bug drin, den haben wir behoben und die haben das sogar gelöscht. Also irgendwie, dass wir uns damit gut geschafft sind. Zum Thema nicht neu laden. So gut vorbereitet und so, aber es ist nicht so gut. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, man kann hier so Blöcke einfügen. Und da gibt es eben vom Freitext bis zur Frage des Tages, bis zum HTML-Snippet, Countdown, Linkboxen, Facebook-Seiten, Facebook-Beiträge, leider mein MacBook. Da kann man sowas auswählen und wenn man dann diese Blöcke auswählt, wie zum Beispiel den, hoffentlich der Michael, der das immer. Facebook-Seite, wenn ich den zum Beispiel einfüge, dann kriege ich so diese Custom-Parameter, die ich vorgeschrieben habe, da kann ich dann die Facebook-URL reinschreiben. Und wenn die URL valide ist, dann würde ich sogar schon die Preview in diesem Editor sehen. Und was eben gespeichert wird, ist tatsächlich ein pures JSON, das heißt, es ist wirklich sauber weiter zu verarbeiten. Mit dem bisschen HTML, das drin ist, mit dem kann man ganz gut leben. Also das ist einfach der Trade-off, weil Markdown de facto nicht umzusetzen war und wahrscheinlich auch nie werden wird und jeder, der mit Journalisten zusammenarbeitet, wird das nicht schaffen. Außer man ist bei Weiß oder hat halt laut der Redakteure die 16-17 haben. Aber es gibt Leute, die schreiben mit Schreibmaschine. Also, und das ist ein so, ich war jetzt eigentlich fertig und dann ein paar Minuten haben wir noch für Fragen. Benutzerverwaltung, sehr die Benutzerverwaltung. Ja? Alle Benutzer da drin, also ist es irgendwie mit der Rechtevergabe oder. Also wie gesagt, die User im Frontend sind getrennt. In WordPress selbst verwenden wir die Standardmittel, ganz normale Benutzer. Und haben ein Plugin dazu, den User Role Editor heißt der. Ja, und haben dann mehr oder weniger drei Rollen. Es gibt die Admins, bin hier und die Entwickler. Es gibt die Redakteure und es gibt die Bundesland-Redakteure, die haben ein bisschen weniger Rechte. Aber ansonsten haben wir nicht großartige Rechteunterscheidungen. Also aber wie gesagt, die Redakteure werden ganz normal drauf gekriegt. Wir haben auch unsere User exportiert, importiert aus dem neuen System, ich weiß es gar nicht. Das heißt, jeder User im alten System, wo er einen neuen anklickt, mit natürlich einem neuen Passwort, aber im Prinzip sind es nicht so viele, es sind nur 300 oder so. Ja. Kann die Redakteure selber veröffentlichen oder gibt es noch einen Edit? Ja, wir haben im alten System so ein wirkliches Workflow-System gehabt, wo es wirklich jemand privat veröffentlicht, CVD und so weiter und so fort. In den letzten 15 Jahren hat das eigentlich nie wirklich mehr verwendet, deswegen gibt es eben zwei Redakteure, es gibt die Redakteure und die Bundesredakteure. Die Redakteure dürfen veröffentlichen und die Bundesland-Redakteure dürfen eigentlich nur in ihren Bereichen veröffentlichen. Aber so einen klassischen Reviewing-Prozess gibt es nicht mehr. Das hat sich nicht bewahrheitet oder nicht gut funktioniert. Was es gibt, ist die Chefredakteure, die lesen halt aktiv mit und weisen dann auf die Fehler hin. Aber es gibt kein so ein klassisches, ich schreibe das, dann kriegt das mein Vorgesetzter, der schaut nochmal drüber, denkt nochmal weiter. Das ist dafür, das haben wir zu schnell gelegt. Also den Inhalt, den wir haben, der ist meistens nach zwei Stunden vielleicht nicht mehr relevant. Und die Inhalte von Print und Online sind komplett getrennt oder gibt es da vielleicht doch einen Auftrag? Okay. Es ist getrennt, technologisch derzeit. Die verwenden ein eigenes CMS, wenn man so will. Es gibt aber mittlerweile eben auch in den Bundesländern und auch in Wien gibt es Redakteure, die quasi schreiben in beiden. Die aktuell kopieren sie sehr viel mit Copy-Paste und ein Fenster und andere. Es gibt ein Seitenprojekt, wo wir uns mit WordPress an dieses System andocken.
Meine, das wird aber Ende des Jahres wahrscheinlich dann so weit fertig werden, dass wir den Content zumindest auf Knopfdruck vom Printsystem rüberschicken können. Das große Problem dabei ist Bildrechte. Ein Bild, das ich in der Print verwende, heißt nicht automatisch, dass ich es online verwenden darf. Und das ist schwer zu lösen, das kann nur ein Mensch lösen, weil der Printredakteur, der es einkauft, der weiß gar nicht, dass es für online verwendet wird und so weiter. Das ist mehr organisatorisch. Technisch könnte man es, weil wir haben unsere 400.000 Artikel von Ansatz immer ins andere umgeschoben, das ist schon gut. Wie würden jetzt die fehlenden zwei Updates eingespielt werden? Welche fehlenden zwei Updates? Genau, WordPress-Updates sind zwei. Achso, nein, das eine Update ist meistens ein Language-Pack, das ist mir wurscht. Und das andere habe ich halt wieder früher gesehen. Also das, ich habe schon gesagt, wir haben keine Core-Files ins Git committed. Die Ausnahme sind externe Plugins. Das ist der Benutzerrollen-Editor, der hat von 442 auf 444. Was wir machen würden, ist, wir würden unser Docker-File aufmachen und dort das neue Zip-File committen, mehr oder weniger. Und der Container erstellt sich neu und installiert das Plugin neu. Wenn der Container gebildet ist, wird er auf das EC-System rüber transportiert. Das heißt, die laufenden Sessions gingen dann nicht verloren? Ja, wir haben Rolling Release. Wir haben zwei Backends und wir machen wirklich Rolling Release. Das heißt, wir nehmen eine Maschine her, schicken den neuen Container, geben dem dann 3 Minuten Zeit, bis er wieder lebt. Und wenn der wieder rennt, schickt man den zweiten Container. Und natürlich, während des Chips kann es zu Situationen kommen, wie du druckst einmal für 5 und du hast die alte Version, druckst nochmal 5 und du hast die neue Version. Aber ich sage, das sind 3 Minuten und damit leben wir ganz gut. Es ist natürlich im Vergleich mit 5-Funding, mit PHP-Projekten, die auf Composer basieren, ist das Plugin-Updaten viel, viel aufwendiger. Weil man halt wirklich wir haben bezahlte Premium-Plugins, die müssen wir einloggen, runterladen, ZIP-Dateien irgendwo hinladen und dann dauert das halt schon mal einen halben Tag, bis man alle Plugins wieder updatet hat. Aber nichtsdestotrotz, wir versuchen, so schnell wie möglich auf die nächsten Versionen zu kommen. Das ist nicht immer gut. Würdet ihr nochmal WordPress verwenden, wenn ihr es neu machen würdet? Ja, warum? Weil bei aller Kritik, das ist relativ viel fertig. Das kann man darüber philosophieren, ob die Functions PHP vielleicht immer noch nicht weggehauen wird, ob man vielleicht ein bisschen mehr Objektorientierung macht oder sonst irgendwas. Aber das Neubauen, selber bauen, zahlt sich einfach nicht aus. Es ist flexibel genug. Und ich glaube, deswegen wird WordPress auch noch weitergehen. Ich hoffe, dass WordPress sich selbst ein bisschen mehr öffnet in den Zugang für neue Entwickler, sprich Git und solche Dinge. Ich weiß nicht, da gibt es wahrscheinlich so 15 Leute, die irgendwie das nicht wollen und das verhindern. Für uns ist es schwer, weil wir würden gerne Code zurückgeben, aber dann ist es eben ein bisschen schwer. Aber an sich darf man die Entscheidung wieder treffen.